Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Equine Passion, das Browser-Game. Es ist viel, aber eigentlich auch wieder nicht viel passiert bei Equine Passion. Ich habe einmal vergessen, bei den Turnieren mich anzumelden. Gestern hat es aber geklappt, denn jetzt ist, Leute, es ist Anfang November. Und das Coole ist, Leute, Ende November kommt unser Baby. Und ich bin natürlich schon mega gespannt, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. Oh my goodness. Aber jetzt gucken wir erstmal zu den Nachrichten. Ich habe eine private Nachricht. Die privaten Nachrichten lese ich immer privat, weil sie heißen private Nachrichten. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht oder nicht, Leute. Und falls ihr euch fragt, ob ich euch in eure Nachrichten lese, ja, ich lese eure Nachrichten. Aber Leute, dadurch, dass ich so viele Nachrichten auf allen möglichen verschiedenen Plattformen bekomme, schreibe ich nicht immer zurück. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch, aber ich kann euch sagen, ich lese eure Nachrichten. So, was steht hier? Deine Reitbeteiligung wurde vom Tierschutz geholt. Ja, das wurde tatsächlich Zeit, weil ich konnte der ja nichts mehr tun. Also die Besitzerin hatte ja leider keine Kohle mehr. Diana wurde mit der Note 4,2 prämiert. Yes! Casey hat Platz 14 in Trail belegt. Ja, super. Ich bin begeistert. Aber Diana wurde prämiert, Leute! Ja! Ich hatte es ja so gehofft. Ich hatte ja so gehofft, dass Diana prämiert wird, weil das war ja spitz auf Knopf, Leute. Das war spitz auf Knopf. Sie hatte wenig, recht viel, Durchschnitt, Durchschnitt, recht wenig, Durchschnitt. Und ich dachte mir schon, dass sie eventuell hoffentlich prämiert wird. Und jawohl, das ist mega toll. Wir gucken uns, Moment, wo ist die Prämierung? Doch hier. Wir gucken uns mal die Noten an. 5,1 und 5,6. Das ist richtig klasse. Das freut mich. Leute, das freut mich mega. Das heißt, am Anfang Februar können wir die Maus decken und uns einen super tollen Deckhengst aussuchen. Und ich finde die Maus einfach mega süß. Oder Leute, was sagt ihr zu Diana? Ich bin mega, mega happy, dass sie prämiert wurde. Ich gucke tatsächlich jetzt gerade zum ersten Mal rein und wusste das tatsächlich nicht. Tut mir leid, dass ich mich jetzt wieder so freue. Ich weiß, manche von euch mögen das immer nicht so mit Emotionen oder so. Aber Leute, ich bin ein emotionaler Mensch. Ich freue mich gerne und meine Stimme geht dann hoch und runter und keine Ahnung. Und ich bin, wie ich bin, Leute. Ne? Lasst mich doch meine Spiele bitte spielen, wie ich sie gerne spielen möchte. Und ich freue mich jetzt gerade so. Ich kann es jetzt gerade niemandem sagen, wie ich mich freue, dass sie prämiert wurde. Weil, Leute, es ist immer so eine Chance von, ich glaube, 0,2% oder 0,3%, dass es variiert. Das heißt, hätte ich vielleicht Pech gehabt, wäre sie dann nicht prämiert worden. Und ich, Leute, ich freue mich jetzt einfach gerade so megamäßig. Und das müsste auch nochmal ihren Wert extrem gesteigert haben, oder? Ja, 5.700 ist sie jetzt wert. Das, glaube ich, hat ihren Verkaufspreis dann nochmal ein bisschen gesteigert, hätte ich gedacht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir fangen jetzt aber natürlich erstmal an, unsere Pferde zu versorgen. Ich habe ja mittlerweile einen Stall. Ich zeige euch den Stall auch gleich. So. Aber die blutet leicht. Was hat er? Eine Schramme, ne? Sie. Er, sie, es, sie, er. Puh. Leute. Ach, mir fällt gerade ein, ich habe euch letztes Mal bei Phobos gar nicht gezeigt, was er für eine Note bekommen hat. Und Phobos hat eine Note von 5,7, aber nur, weil die Eltern so schlecht bewertet wurden, Leute. Seine Bewertung des Exterieurs ist 7,4. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich hatte es euch bei Phobos nicht gezeigt und hatte es nur bei Daydream gezeigt, dass das 6,2 war, was mich auch sehr gefreut hat. Nur bei Daydream, glaube ich, ist das Problem, dass er, ja genau hier, also pff, ne, also wird nichts bei ihm. Aber bei Phobos sieht es ein bisschen anders aus, weil der hat überdurchschnittlich, nee, auch nicht. Leute, was ist denn mit meinen Fohlen los? Die sind beide schlecht. Egal, Leute, egal. Wir machen jetzt hier einfach weiter und tun so, als wenn wir es nicht angeguckt hätten, ne? Weil pff, bringt ja nichts. So, jetzt haben wir noch theoretisch ein bisschen Zeit. Das heißt, wir können Dream of Snow noch ein bisschen hier ausreiten und Long. Warum bin ich denn zu unerfahren? Gar nicht. Ich komme super mit meinem eigenen Pferd klar. Gib Ruhe. Unverschämtheit. So, jetzt ist es 18 Uhr. Dann könnte jetzt die Sandy noch zum Arbeiten gehen. Und dann holen wir den Tim. Und dann kann der Tim eigentlich weitermachen, oder? Jetzt Moment, sie hatten wir gerade schon dran, oder?
Oh, jetzt habe ich irgendwas gedrückt. Ich drücke immer irgendwelche Sachen, Leute. So, die Diana, die... Achso, hat 20 Minuten, oder? Die braucht noch ein bisschen, bis sie hier auf 100% kommt. Aber sie ist schon mal sehr brav. Das ist schon mal... Das ist schon mal was. Ich müsste eigentlich die Pferde eher in sehr ruhig trainieren. Aber das vergesse ich irgendwie immer. Ich weiß auch nicht. Weil das dauert nämlich länger, bis die anderen vertrauen und so. Jetzt, Moment, der Boden ist noch matschig, ne? Ja, dann gehen wir mit der jetzt longieren und spazieren, weil wir haben natürlich noch keine Führanlage, Leute. Ich zeige auch euch gleich, welche Pferde jetzt bei mir gerade eingestallt sind und welche in fremden Stellen sind. Das machen wir gleich, sobald wir hier fertig sind. Phobos ist bald 100% trainiert. Ich habe es jetzt beinahe nicht rausbekommen, Leute. Beinahe. So, sie ist hochträchtig. Mit der gehen wir 10 Minuten spazieren. Und dann haben wir unsere Babys gemacht. Dann gehen wir noch mal ganz kurz zu den Reitbeteiligungen und gucken mal ganz kurz nach, wer jetzt hier noch versorgt gehört. Hier, Dreamy. Oh, du bist ja voll süß. Du hast auch lange Hufe jetzt, Moment. Ach so, tatsächlich. So, und einen Hufschmied brauchen wir noch. Ja, dann haben wir doch jetzt alle wunderbar versorgt. Dann gehen wir wieder zu den Reitbeteiligten und zu der süßen Maus. Leute, wir brauchen eigentlich unbedingt so ein deutsches Reitpony. Oder? Die sind sowas von süß, sowohl hier im Spiel als auch in Morning Dust Ranch. Ich flippe aus. Also die sind einfach so cute. So, das haben wir doch jetzt gut hinbekommen. Und wir können sie nicht trainieren, weil wir nicht Dressur sind, Leute. Wir müssten alles Mögliche immer trainieren. Aber wir haben einfach meistens keine Zeit. So sieht es nämlich aus. Oh, Paint, die ist einfach... Oh, du bist auch so süß, Almaro. Snows Attila. Ich habe einfach so süße Reitbeteiligungen, ne? Ich kann mich nur einfach nicht mehr um die alle kümmern, weil es einfach zu viele sind. Aber Leute, guckt mal die ganzen... Oh, und da ein kleiner Shetty. Den habe ich euch, glaube ich, schon mal gezeigt, oder? Wen kennt ihr denn noch nicht? Sally, glaube ich, kennt ihr noch nicht, oder? Die kennt ihr, glaube ich, aber die müssen wir auf jeden Fall wieder versorgen. Dann kann ich euch ganz kurz noch Sally zeigen. Sally ist mega süß, Leute, oder? Ist ein American Paint Horse und wir könnten ganz kurz Fohlen schubsen, Leute. So ein bisschen. Bisschen Fohlen schubsen. Und dann versorgen wir noch Candy und Classic. Ich bin jetzt gespannt, ob wir den Tierarzt rufen können, weil es ist auch immer problematisch. Jawohl, können wir. Sie ist süß, oder? Ich finde sie wunderschön. Oh, ihr wurde die Mähne geschnitten. Oh, das finde ich immer ganz furchtbar. Weil sie war, glaube ich, beim letzten Mal auf dem Thumbnail. Da hatte sie nämlich noch lange Mähne. Die kleine Maus. So, die Samaya, die wurde schon versorgt. Mensch, die Mona ist auch eine hübsche Maus geworden. Oh. Sie ist auch so hübsch, oder? You can't catch me. Sie ist super süß mit ihrem rosa Mäulchen. Ich finde sie einfach so toll. Dann könnten wir sie noch ein bisschen, 50 Minuten haben wir bei ihr. Dann gehen wir erstmal 30 und nochmal 20. Warum denn? Hä? Oh, wurde sie schon beschäftigt? Ja, sorry. Upsie Daisies. So, Sweet Honey blutet auch leicht. Also heute bluten ganz viele Pferde leicht, aber die haben Gott sei Dank alle nur Schrammen. Das ist alles easy, hätte ich gesagt. So, dann geht er nochmal Mini-Chop und dann zeige ich euch gleich meinen Stall. Wo ist mein Stall? Hier. NR Performance Horses. So, ich habe natürlich null frei, Leute, weil die Casey steht bei mir im Stall. Daydream, Phobos, natürlich die Fohlen, ist ganz klar. Dream of Snow und die Diana, weil, Leute... die Fohlen, Dream of Snow, Casey und Diana, die sind alle im Moment einfach nicht trainierbar. Die Genie und die That's So Sad sind im Moment noch eingestellt. Ich kann euch ganz kurz die Stallverträge zeigen, weil die beide ja einen Reitplatz brauchen und eine Reithalle, dass ich die weiterhin trainieren kann. Die sind zwar, glaube ich, beide gerade trächtig, aber die sind ja bald nicht mehr trächtig. Dann brauchen wir ja auch wieder etwas zu trainieren. Und wir haben ja im Moment nur 5 Plätze. Das heißt, ich habe die 5 Plätze natürlich an die 5 Pferde gegeben, die momentan einfach nicht trainiert gehören. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig war.
So, dann gucken wir mal ganz kurz, weil die Fohlen kommen bei The That's So Sad kommt Ende Januar und Genies Fohlen kommt Ende Februar. Die könnten wir eigentlich beide dann auch nochmal nachdecken. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber Leute, wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Es ist nämlich erst im April, weil die beiden müssten wir dann relativ schnell nachdecken. Also That's So Sad natürlich, wir könnten die dann beide Ende Februar decken, theoretisch. Oder Anfang März oder so. Dass die Fohlen aber auf jeden Fall dann auch bald kommen. In meinem privaten Account übrigens habe ich dieses Jahr gar keine, also für dieses Jahr, also für 2011, hier für ein Spiel 2011, habe ich gar keine Fohlen gedeckt. Dieses Mal, weil es mir einfach mega zu viel wird. Aber meinen Account zeige ich euch jetzt dann auch bald nochmal, meinen privaten Account. Ich wollte aber euch einfach jetzt mal ganz kurz hier teilhaben lassen, vor allen Dingen, da eben heute die Prämierung durch war, hat es mich einfach jetzt mega interessiert, ob die Diana die Prämierung geschafft hat und ich freue mich einfach so, Leute. Wollen wir noch ganz kurz gucken? Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich schon aufnehme, Leute. Falls nicht, dann werde ich es rausschneiden, aber wollen wir noch ganz kurz gucken, ob wir vielleicht schon irgendwen Interessanten finden? Wir wollen nur Hengste. Achso, nee, wir wollen ja einen Deckhengst suchen. Ich bin bescheuert. Also, nee, hier sind wir. Hengstation. Iberische Rassen, Knapstrupper. Ich muss mal gucken, wann die Geburtstag hat, weil die ist ja jetzt erst 2. Die müsste aber irgendwann nächstes Jahr Geburtstag haben. Wir gucken gleich nochmal nach, aber jetzt schauen wir erstmal, ob wir einen finden mit... Ja, 6 ist ein bisschen hochgegriffen, wahrscheinlich Könnote 5. Wir gucken jetzt einfach mal. Oder gibt es einige Leute? Oh, der ist schön. Eieiei, ist der hübsch. Meine Güte. Ich weiß auch gar nicht, was ich möchte. Leute, ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was für einen Deckhengst möchten wir denn? Was möchten wir denn züchten? Ich habe natürlich definitiv einen Zuchtplan für meine Quarter, aber ich habe eigentlich absolut keinen Zuchtplan für mein Knappstruppermäuschen, weil, Leute, ich dachte ja immer jetzt, wahrscheinlich schafft sie die Körung eh nicht. Die Körung, sage ich. Ich bin schon komplett irre. Die Prämierung. Und da hatte ich mir jetzt noch gar keine Gedanken gemacht, was ich züchten möchte. Also ich meine, ich möchte natürlich immer ein gutes Gebäude züchten, aber von der Farbgebung her, Leute, keinen blassen Schimmer. Keinen blassen Schimmer. Schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare, was wir machen sollen. Und zum Schluss gucken wir uns jetzt einfach mal ein paar Bildchen an. Der ist Wahnsinn, Leute. Der ist ein absolutes, ist einfach nur ein Leopard, oder? Ja, aber der sieht mega besonders aus. Einfach, ist einfach nur ein Fuchs-Leopard. Aber den finde ich Wahnsinn, Leute. Ich bin begeistert. Wow. Der ist auch schick. Leute, was sollen wir machen? Ist der Roan? Ja, Varnish Roan ist der. Das ist auch schick. Oh mein Gott, der ist noch schöner. Seht ihr den Behang? Seht ihr den Behang von diesem Pferd? Aber der hat den gleichen Behang. Der hat halt einfach nur so einen Schnufel, der mir gut gefällt. Wow. Der ist ein Few-Spot, oder? Ja, der hat Few-Spots, auch wunderschön. Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, was sollen wir züchten? Varnish Roan in Black, Wahnsinn, Leute. Es gibt so schöne... Also mit kurzer Mähne möchte ich übrigens nicht, der kommt gleich weg. Die anderen, glaube ich, werde ich auf die Merkliste legen. Bei dem weiß man es nicht, der hat eine geschnittene Mähne. Ist immer schwierig. Was ich mir wünschen würde, ich müsste vielleicht einfach mal einen Blogpost schreiben... Im Forum in Equine Passion. Ich würde mir wünschen, dass bei den Pferden dabei steht, wenn man sie kauft oder wenn man einen Hengst sucht, ob die lange Mähne haben oder nicht, denn die langen Mähnen können sich vererben. Und ich mag zum Beispiel absolut keine kurzen Mähnen. Mir gefallen die gar nicht. Deswegen wäre das natürlich immer ganz cool, so eine Info, ne? Wenn jetzt ein Pferd eine geschnittene Mähne hat, ob das jetzt eine lange, eine kurze oder eine halblange Mähne hat, fände ich richtig nice. Also wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was sollen wir züchten? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, aber ich bin natürlich jetzt hysterisch, weil meine Diana hat einfach... die Prämierung geschafft, Leute. Dann war es aber auf jeden Fall mit diesem Video. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein kostenloses Abo von euch freuen, über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!